Und wir schauen in die USA. Auch dort schießen die Corona-Zahlen weiter in die Höhe. Besonders große Hoffnung weckt nun der Mann, den Joe Biden gestern Abend als seinen zukünftigen Stabschef benannt hat. Ja, wer das ist und warum gerade er ein Lichtblick für die USA ist, wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst. Schöne Idee, Hackroom. Nice one. Ja. Go ahead, honey. Wie ist es wohl, mit Desiree Nick befreundet zu sein? Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Das sagt natürlich nicht ich. Das, nein, ich kenne die doch ja nicht. Das sagt aber ihre ehemals beste Freundin, und zwar die Kult-Drag-Queen Nina Grr. Die hat jetzt, hörst du mir zu, Liebchen? Ich höre immer zu. Die hat nach 18 Jahren die Freundschaft beendet. Das ist heartbreaking. Ah ja, was ihre Erzfeindin Claudia Obert und ein paar Barbie-Puppen damit zu tun haben. Hier kommt der wohl skurrilste Promi-Streit Deutschlands. Ich glaube, wir sind jetzt dran. Aber weil wir gerade beim Thema sind. Sie werfen mit Eiern, ja, haben was gegen zu viel Schatten und dann wird die ganze Zeit auch noch Radau gemacht. Ja, glauben Sie mir, einen Promi möchten Sie bestimmt nicht als Nachbar haben. Und wer jetzt von sich selbst behauptet, er wäre der schlimmste Horror-Promi-Nachbar aller Zeiten, schauen Sie mal. Ja, wie? Hat sie die Milch vergessen oder was war los? Verstehe ich auch nicht. Egal. Adele kann uns gerne mal besuchen kommen und uns ein kleines Ständchen singen. Oh ja, die kann gut singen. Na, ich sag's dir. Die kann gut singen. So, jetzt kommen wir direkt zum nächsten. Und zwar geht es auch um einen Sänger. Und der sagt Folgendes: Du bist wie eine Oma im Schnee. Und so einen Spruch hat man ja nicht wirklich gerne. Aber mit genau solchen Sprüchen versucht jetzt ein The Voice of Germany Coach ein Talent in seine Gruppe zu bekommen. Wie das klappen soll und welcher Coach immer wieder ins Fettnäpfchen tritt, das verraten wir Ihnen jetzt. Ja, und gleich blicken wir nach Thailand. Da kämpfen gerade 100.000 Jugendliche für eine freie, demokratische Gesellschaft. Vorher kommen wir aber zu einem Ex-Promi-Pärchen, was nach der Trennung noch weiterhin Sexszenen miteinander drehen muss. Ob das so einfach ist, hier ist der TAF Klatsch. Ja, während die ganze Welt gerade Richtung Amerika schaut, zumindest politisch gesehen, spitzt sich die Situation seit Monaten in Thailand zu. Nur da kämpfen nicht die Demokraten gegen die Republikaner, sondern jung gegen alt. Ja, die Jugend möchte eine freie, demokratische Gesellschaft und die Älteren unterstützen ihren König. Warum sich jetzt ausgerechnet der deutsche Außenminister einschaltet und wie die Lage vor Ort ist, bitteschön. Und so geht's dann gleich bei uns weiter. Ja, nur noch wenige Tage haben Sie die Chance auf unser tolles Gewinnspiel. Und zwar gibt es ein Extragehalt in Höhe von 2000. Haben wollen, müssen Sie uns nur anrufen unter der Nummer 01379 44 44 07 mit dem Kennwort sorglos. Oder schicken Sie das Kennwort sorglos per SMS an 3x4, 3x1. Und alle Infos dazu finden Sie auf gewinnarena.de. Ganz viel Glück und bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei TAF. Wussten Sie, dass es eine Stadt gibt, in der Ihnen wirklich jede Straßenlaterne das Leben retten könnte? Es klingt ein bisschen merkwürdig, ist aber tatsächlich so, wie das Ganze funktioniert. Bitteschön. Jetzt kommen wir wieder zu Ihrem tollen Gewinnspiel. Und zwar können Sie ein Extragehalt in Höhe von 2.500 Euro gewinnen, Monat für 379 44 44 07 mit dem Kennwort sorglos. Oder schicken Sie das Kennwort sorglos per SMS an 3x4, 3x1. Und alle Infos dazu finden Sie auf gewinnarena.de. Ganz viel Glück und bis gleich. Ja, ihr Lieben, jeder Jeck ist anders. Manche hängen sich zu Weihnachten wahnsinnig viele Lichterketten an die Wand. So viel, dass du eine Ortschaft damit beleuchten könntest. Und er hier hängt sich ein Auto in die Wand. Ja, die einen finden das lustig und die Verwaltung, ja, sagen wir mal, nicht ganz so. Das wird doch schön. Lass dem doch sein Auto da hängen. Da ist doch sowieso nichts los. Du willst das jetzt auch, ne? Bitte? Du willst das jetzt auch so haben, ne? Nein, aber das ist doch schön. Lass ihn das doch da. Aber ihr werdet euch schon einig werden. Ja, ne? Ja. Ich möchte ganz herzlich grüßen. Ja. Zerpil und Ismail. Ganz liebe Grüße. Lass mal einfach stehen. Auf jeden Fall herzliche Grüße an euch. Wenn wir schon dabei das sind Herzensmenschen. Dann würde ich gerne, hallo Schatzi, meine Oma, mein Opa, meine Mama, mein Papa, mein Bruder. Macht's gut, ich grüße euch.